Willkommen zurück zu Empyrion Galactic Survival. Ich habe das Raumschiff jetzt schon mal fertig gebaut. Soweit. Wir werden jetzt dann auch gleich den ersten Testflug machen. Ich warte nur noch ein bisschen auf Munition. Also soweit ist alles fertig. Ich habe die Panzerplatten angebracht. Ich habe alles fertig gebaut. Und jetzt warten wir nur noch hier auf ein bisschen Munition. Und dann gehen wir auch schon los. Und mein erster Ausflug geht dahin. Denn wir brauchen Energiezellen. Ich habe nämlich nicht mehr wirklich viel. Also ich habe hier noch 10 Stück. Und ja, hier ist auch noch viel drin. Ich brauche nämlich dringend Energiezellen. Ja, ein bisschen Munition haben wir auch. Die brauchen wir auch dringend. Und wie gut ich damit schieße, das sehen wir jetzt dann. So. Munition ist fertiggestellt. Die kommen da noch rein. Ich habe schon soweit befüllt alles. Also ob es Sauerstoff ist oder ob es Energie ist. Das Einzige, was noch fehlt, ist die Munition. Die gehen wir jetzt da mal schnell rein. Und dann würde ich sagen, starten wir dann auch gleich. Nein, wir starten noch nicht gleich. Ich wollte noch zwei. Na doch, wir starten. Scheinwerfer haben wir ja schon dran. So, da wollen wir doch mal. Schauen wir uns das Ganze doch mal von außen an. Wie schön das abhebt. Und wie fliegt er sich? Oh, fliegt ganz gut. Okay. Wo muss ich hin? Darüber. Oh, die Richtung passt doch schon. So, dann wollen wir mal schauen. Munition ist geladen. Man sieht jetzt auch rechts unten 2x200 Schuss. Befinde ich mich noch auf dem richtigen Weg? Jawohl, wunderbar. Also als erstes schnappen wir uns noch ein bisschen Prometheum-Erz. Prometheum? 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 Das machen wir jetzt auch. So, hier ist doch ein schöner Landeplatz. Wunderbar. Bleibst du stehen? Du bleibst stehen. Herrlich. Also auf geht's. Wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen Energie. Zellen. Ich habe keine mehr. Und wenn wir schon einen Ausflug machen, dann sollte er sich auch lohnen. Aber ich muss hier ein bisschen langsamer. Denn das ist immer noch ganz schön laut. Keine Angst, ich werde schauen, dass ich hier nicht die ganze Zeit nur am Ausgraben bin. Denn wir wollen ja schließlich einen kleinen Ausflug machen mit dem neuen Raumschiff. Auch mal vielleicht die ein oder andere Drohne finden, um zu schauen, wie gut wir denn damit sind. Aber erst
erstmal ein bisschen was nehmen wir auf jeden Fall mit. Ja, der nächste Schritt wird dann sein, den Planeten zu erkunden. Schauen wir mal, was wir so alles finden hier. Dann die Basis noch ein bisschen ausbauen, wobei ich am Überlegen bin, ob ich die Basis denn tatsächlich wirklich ausbauen möchte oder ob ich nicht gleich hergehe und mich an das große Raumschiff heranwage und dieses dann als mobile Basis nutze. Es ist zwar allerdings so, dass der Energieverbrauch in der Atmosphäre doch immens hoch ist, aber wenn man genug Prometheum-Erz finden, dann sollte das eigentlich kein Problem sein. Ich werde es dann auch so nutzen, dass ich die entsprechende Stelle anfliege, dort lande und dann auch von da aus dann mit dem kleinen Raumschiff weiterfliegen werde. So, das reicht jetzt dann auch. Mehr wollen wir gar nicht einsammeln. Das ist für den ersten Start, dass wir dann wieder Energie haben. Völlig ausreichend. Dann wollen wir mal schauen, was wir noch so alles finden. Doch mal ein bisschen auf Erkundungstour. Ja, wie ihr schon seht, am liebsten fliege ich persönlich immer mit dieser Außenansicht. So, in welche Richtung wollen wir denn? Fliegen wir da nach unten oder da nach oben? Wir fliegen einfach mal hier so entlang. Ja, tun wir nicht. Wir wollten doch tatsächlich nach oben fliegen. Hab doch die ganze Zeit schon gesagt. Ja, das ist noch so ein bisschen das Einzige, was bisschen schwierig ist. Ah, da haben wir schon eine Minigun-Drohne. Zum Kämpfen gehen wir aber mal schön hier in die Innenansicht rein. Wir werden uns die jetzt auch mal schnappen. Gut, die Flugkünste sind auch einmal überschaubar. So. Was ich allerdings definitiv mache, ist ein herrliches Bild. So, das reicht schon. Laden. Und dann schauen wir mal. Wo sind sie denn da? Da sind sie. Da kommt mal. Oh, so, erledigt. Aber wir waren ja schon mal hier. Wir wissen auch, da ist der Truppentransporter. Da kommt er. Den schnappen wir uns jetzt auch gleich. Na gut. Gegen einen Truppentransporter
Waffen nicht sehr effektiv. Hat er den jetzt Truppen abgesetzt? Wieder nicht. Holen wir uns auf jeden Fall die zwei Drohnen, die wir da abgeschossen haben. Viel dabei gehabt, aber die andere holen wir uns auf jeden Fall auch. Die hat ein bisschen mehr dabei. So. Zweite Chance mit dem Drohnentransporter, hätte ich mal gesagt. Da kommt er schon. Dann wollen wir uns mal schauen, ob wir ihn diesmal vielleicht klein kriegen. So, wir haben ja schon das eine oder andere Mal auf ihn geschossen. Ja! Abgestürzt. So, schauen wir mal, was der Schönes bei sich hat. Na gut. Ähnlich wie eine Drohne. So, wo waren wir denn noch nicht? Hier. Da. Wollen wir doch noch mal ein bisschen erkunden. Was es denn hier noch Schönes gibt. Sehe ich auf jeden Fall was, aber das schaut so nach der Fabrik aus. Da wollen wir noch nicht hin. Da werden wir mal jetzt hin vorbeifliegen. Und erst angreifen, wenn wir auch Raketenwerfer etc. haben. So, da ist die Drohnenbasis. Die ignorieren wir jetzt auch erst einmal. Da haben wir die Epsilon-Fabrik, die ignorieren wir auch. Oh. Das Vorderteil. Waren wir schon beim Vorderteil? Teil schon geplündert. Schauen wir doch mal nach. Ich glaube nicht. Ich könnte jetzt da reinfliegen. Passe ich da rein? Na wunderbar. Das ist doch mal eine Sache. Also. Anscheinend war ich hier noch nicht. Das ist auch schön. Dann holen wir uns doch mal alles, was wir hier finden. Oh, das wird schnell voll, das Lager. So, auch hier. Alles, was nicht nied- und nagelfest ist, wird mitgenommen.
Boah. Ja, das kleine Raumschiff fliegt sich erstaunlich gut. Also kann man sich nicht beschweren. Was ich auf jeden Fall definitiv benötige, sind Raketenwerfer für die Basen. Also da muss man auf jeden Fall noch was machen. Jetzt komme ich in den Aufzug nicht. Wie ärgerlich. Aber das können wir ändern. So, auch hier noch erstmal alles mitnehmen, was zu mitnehmen ist. Und dann werde ich auf jeden Fall die Erde noch mitnehmen. Da haben wir noch ein bisschen was. Muss bloß immer wieder ein bisschen aufpassen und nachschauen, falls eine Drohne kommt. Ich meine, mein Raumschiff ist zwar hier innen drin geparkt, aber trau schon weh. So. Dann nehmen wir da auch ein bisschen was mit. Allerdings. Muss ich wohl ein bisschen Platz schaffen, weil sonst nimm das nicht mit rein ins Lager. Ja, jawohl. Das ist schon mal ganz gut. Und das erleichtert die Nahrungsversorgung im Bereich des großen Raumschiffes natürlich immens. Denn ich habe vor. Ja, ich glaube, wir machen das auch so. Also ich mache das auch so, dass ich eine mobile Basis baue in Form eines großen Raumschiffes. Es ist ja Gott sei Dank mittlerweile möglich, das hier auf dem Planeten selber zu bauen. Das werde ich auch tun. Und ja, dann benutzen wir das als mobile Basis. Und die kleine Basis, die wir da haben, ja, wir werden sie auf jeden Fall lassen, denn wir brauchen auf jeden Fall der Sauerstoff und Wasser etc. Das müssen wir immer noch alles herstellen können. Also das heißt, die Basis an sich wird bleiben, so einfach als Orientierungspunkt, denn ja, viel mehr wird sie nicht mehr machen. Und ansonsten werden wir alles schön sauber aufs große Raumschiff bauen. Mal daran entsprechend aktiv werden. Ja, also die Erde nehme ich auf jeden Fall komplett mit. Der spart mir nämlich schon mal einen Haufen Arbeit. Und ja, jetzt habe ich natürlich die Lampe. Und das habe ich jetzt wieder geschickt gemacht. Ah, oh, oh, oh. Das habe ich wirklich geschickt gemacht. Na gut, die Lampe ist nicht so wichtig. So, also die Erde geht auf jeden Fall noch komplett mit. Und dann werden wir auch schon den Heimflug antreten und dann ja, muss ich mir überlegen, wie ich dann weitermache, weil ich brauche natürlich jetzt dringend Ressourcen, wie in den Folgen davor schon mitbekommen vielleicht. Also das Thema Kobalterz ist immer noch aktuell, ich habe immer noch keins gefunden, habe natürlich auch nicht wirklich weiter gesucht, weil ich ja das Raumschiff gebaut habe. Und das muss ich auf jeden Fall noch finden. Also Kobalt brauche ich auf jeden Fall noch. Und dann geht es auch dann schon los, dass ich anfangen werde, entsprechende Ressourcen zu sammeln. Und die Kobaltsuche
die würde ich sagen, starten wir in der nächsten Folge. Ich sage jetzt nämlich danke fürs Zuschauen. Es ist nämlich schon wieder soweit. Ich wünsche noch viel Spaß. Und schaut demnächst wieder vorbei. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst ein Like. Kommentiert das Ganze. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, wo es an die Kobaltsuche geht. Also, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge.